Ich bin unten angekommen, habe umgeschaut und gesehen, dass alle so machen. Da habe ich mir gesagt, okay, nicht schlecht. Dann habe ich meine Trainerin angeschaut und gespürt, das könnte gut werden. Und als ich dann die anderen Fahrer gesehen habe, bin ich oben im Klassement geblieben. Die Zeit war gut und ich bin oben geblieben. Da war ich ganz außer mir. Es war wirklich unglaublich. Komplett ailleurs à ce moment-là. C'était incroyable. Vraiment. En temps de 3.77, aujourd'hui, il est vice-champion suisse, c'est Der Juni Ochpacho erinnert sich noch lange an den 9. Juli 2023 zu Lesin. Aber der Weg dorthin vom Vize-Schweizermeister im Downhill war lang. Er hat mit dieser Disziplin vor etwa 15 Jahren angefangen. Sein erstes Rennen hat er 2010 bestritten. Der Juni Ochpacho sagt, das sei für sich im Wettkampf zurechtzufinden. Dann habe ich weitergemacht bis 2018 meine erste Weltmeisterschaft. Da bin ich wirklich auf den Geschmack gekommen, was die Arbeit betrifft, für meine Resultate, meine Ziele zu erreichen. Und für auf dem besten Niveau zu bleiben, braucht es viel Arbeit. Darum lässt er sich von einer Meisterin in seiner Disziplin coachen, die in unserer Region gut bekannt ist. Der Emily Siegenthaler. Elle me connaît. Donc, on a pu vraiment bien travailler ensemble. Sie kennt mich, darum können wir wirklich gut zusammen arbeiten. Sie ist in meinem Leben eine wichtige Person und ich bin vorwärts gekommen, Schritt für Schritt, auch in den schlimmsten Momenten. Darum war der 12. Platz für mich unglaublich. Wirklich unglaublich. Es bleibt für immer meine wichtigste Medaille. C'était incroyable pour moi. C'était vraiment incroyable. C'est resté, ça va rester à tout jamais la première médaille de toute ma vie. Für einen Erfolg muss man auch Opfer bringen. Der 29-Jährige aus Auchwein verbringt fast seine ganze Freizeit mit seinem Sport. Du stehst auf, um zu arbeiten. Am Nachmittag siehst du die Leute, die mit ihren Kollegen einen Kaffee nehmen gehen. Und du nicht. Du musst trainieren. Je nach Training bist du zwischen 7 und 8 Uhr fertig. Und das jeden Tag. Du trainierst jeden Tag und machst nichts anderes. Ich habe seit 10 Jahren keine Ferien mehr gemacht. Pour réussir pendant la saison, il faut un travail énorme pendant l'hiver. Für während der Saison Erfolg zu haben, braucht es eine enorme Arbeit im Winter. Man kann sich nicht einfach sagen, ah, jetzt nehme ich ein Jahr lang locker. Nein, man braucht das physische Training schon nur, für gegen Stürze gewappnet zu sein. Dann musst du Schnauf trainieren, deine Pumpe. Also machst du Intervalltraining und das die ganze Woche lang. Zum Beispiel 3 Tage Krafttraining, 1 Tag Intervalltraining und dann 2 bis 3 Mal auf einen Pumptrack oder so für die Technik, die Kraft und so weiter. Für so parat sein wie möglich, wenn die Wettbewerbe anfangen. Être le plus près possible pour arriver à commencer tes compétitions pour la saison. Aber ein guter Fahrer braucht auch noch etwas anderes. Wenn du Selbstvertrauen hast, dann machst du auch dummes Zeug. Man ist nicht einmal parat und fragt sich, wie habe ich das gemacht? Das ist, weil du Selbstvertrauen hast. Du machst grosse Sprünge, enorme Sachen, weil du dir selber vertraust. Wo siehst du den Unterschied zwischen Selbstvertrauen haben und einem Draufgänger sein? Wenn du Downhill machst, dann brauchst du beides, weil du kannst auch im Training stürzen, ohne wirklichen Grund. Es lenkt ein Steinchen, du rutschst. Und die Geschwindigkeit, die du hier hast, verzeiht dir nichts. Du hast einen Baum, der dir wartet. Und schon hast du 3 Monate Trainingspause wegen einem Bänderriss. Puis ben là, ça te fait 3 Monate, parce que tu t'es fait la ligament, quoi. Non, mais... C'est pour ça qu'on justement, on travaille physiquement pour résister à ce genre de chute, quoi. Der Mann aus Auchwein kennt die Strecke zu Macklingen wie seinen eigenen Hosensack. Das ist sein Haupttrainingsort. Aber er ist sich der Risiken bewusst, vor allem wenn es feucht ist, wie an diesem Samstagmorgen. À chaque fois que je reviens sur cette piste, je me dis dans la tête, ouais, ok, fais attention. Jedes Mal, wenn ich wieder auf die Strecke komme, dann sage ich mir, pass bei der ersten Abfahrt auf, sonst gehst du um. Das Risiko ist bei jeder Abfahrt da. Auch wenn ich sicher bin, dass es kein Problem gibt, muss ich gleich aufpassen, weil stürzen kann man immer. Tomber, on peut tomber à n'importe quel moment. Das ist wirklich ein Drop, après un Drop. Ah, nous connaissons déjà. Ah, oui, ok, le Drop. Mais ici, tu prends aussi le straight line. Non, je prends ça. Par exemple, aujourd'hui, comme on peut constater, c'est mouillé.
Zum Beispiel heute. Man sieht, es ist nass. Dann muss man die Geschwindigkeit anpassen, nicht stark bremsen, dosiert bremsen. Wenn man auf Kies zu schnell bremst, dann kann es einem gerade wegfegen. Man muss die Geschwindigkeit wirklich je nach Wetter anpassen. Il faut vraiment gérer sa vitesse par rapport à la météo. Seine Downhill-Saison fängt Anfang April an. Seinen zweiten Platz an den Schweizer Meisterschaften tut am Junior Paro dieses Jahr die Türen auf zu den Weltmeisterschaften. Die erste Etappe ist im Mai. Eine neue Saison für ihn, die gleich 30 ist. Aber er will das Velo vorläufig nicht an den Nagel hängen. Par exemple, les genoux. Bei den Knien tut es langsam ein bisschen weh. Es kommt also näher. Wie lange siehst du dich noch im Downhill-Sport? Ich sage immer, noch 2 Jahre. In 2 Jahren höre ich auf. Aber jedes Mal ist das Abenteuer noch so schön, dass ich weiterfahre. Wie lange sagst du schon, dass du in 2 Jahren aufhörst? Ça fait 2 ans, du coup. Schon seit 2 Jahren. Aber ich mache weiter. Ich setze mir keinen Zeitplan zum Aufhören. Wir schauen dann, wo das hinführt. Meine Trainerin sagt immer, es ist das Abenteuer, das zählt. Ich behalte diese Idee und es läuft wirklich gut.